Ja, nach circa 10 Minuten, dann ist das auch schon ein bisschen angequollen. Dann werde ich das trinken, schluckweise. Ja, für diesen wunderbaren Vorfrühstückstrunk nehme ich jetzt einmal ein paar Zutaten. Wir hatten das alles schon mal ein bisschen einzeln. Das heißt, wir hatten schon mal den Cayennepfeffer und den Zimt einzeln mit etwas Honig. Wir hatten schon den Chiasamen einzeln mit etwas Apfelessig. Aber was jetzt so mein Favorit gerade in der Winterzeit ist, das ist, wenn ich das jetzt alles etwas kombiniere. Und ich beginne hier einfach, ich nehme dieses Olivenöl, das ist jetzt ein ganz, ganz tolles kretisches Olivenöl, also wirklich von einem kretischen Olivenbauer direkt dort, ohne dass es durch irgendwelche ja, maschinellen großen Abfüllanlagen gegangen ist. Und zu diesem Olivenöl gebe ich jetzt ungefähr so einen kleinen Teelöffel vom Zimt hinein. Dann kommt dazu vom Cayennepfeffer, der Cayennepfeffer durch das Capsaicin, ist es natürlich eine ganz wunderbare Sache für die Leber. Da gebe ich ungefähr bloß so einen, ja, ein Viertel Teelöffel hinein, damit es nicht ganz so scharf wird. Aber das bringt natürlich auch mir die Hitze dann. Dann habe ich hier von der Zitrone, da gebe ich einfach mal so einen ganz kleinen Schwapp nur rein. Es muss ja immer auch morgens ein bisschen schnell gehen, also drücke ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen aus und dann lege ich das hier auch wieder so auf den Teller für den Kühlschrank. So, dann habe ich jetzt schon mal diese drei Zutaten. Das vermische ich mir ganz schnell. Und das ist das, was ich ja im letzten Video schon mal hatte, wo ich noch ein bisschen Honig reingemixt habe, was ich dann so als den blanken Löffel genommen habe. Und das natürlich, das ist auch eine super, super scharfe Geschichte. Aber ich will das ein bisschen optimieren. Und deshalb gebe ich jetzt hier ein bisschen heißes Wasser drauf. So, jetzt sieht man schon, dass das hier so ein bisschen eine schöne Mischung ist. Und es reicht mir aber noch nicht, weil ich in dieses Wasser hinein jetzt noch vom Chiasamen einen Teelöffel gebe. So, da das ein heißes Wasser ist, ist es an sich auch sehr schön löslich. Was ich jetzt aber meistens noch mache, wegen dieser Chiasamen, ich gebe das dann noch hier in so ein Gefäß hinein, fülle das einfach um und habe dann hier einfach so einen Stabmixer, wo ich das einfach ganz kurz durchmixe. Dann ist das ein bisschen sämiger, die ganze Sache. Und dann fülle ich das einfach wieder um und trinke das nämlich auch schon warm, weil diese Wärme, die tut meinem Darm morgens sehr, sehr gut. Ja, so ungefähr 10 Minuten lasse ich das dann auch noch stehen, damit es einfach schön schon in dem Getränk quellen kann, diese Chiasamen. Und die Chiasamen, die sind eben dann auch wieder eine sehr, sehr wertvolle Quelle für Omega-3-Fettsäuren, für Magnesium, für Kalium, Calcium. Also die haben auch ganz viele Mineralstoffe. Und natürlich, sie gehen an meine Darmwand, sie putzen meinen Darm schön sauber durch diese Quellfähigkeit und greifen auch nicht diese Darmwände an, wie man das häufig mal beim Leinsamen hat. Also da bevorzuge ich diese kleinen Chiasamen. Ja, und die Schärfe hier drinnen, das Capsaicin aus dem Cayennepfeffer, da denken manche, das ist vielleicht dann ja so, dass es die Magenwände oder die Magenschleimhaut reizen würde durch die Schärfe, aber das ist an sich komplett andersherum. Es fördert die Durchblutung der Magenschleimhäute und damit können sich natürlich die Magensäfte besser bilden. Und wenn ich genug Magensaft habe, dann habe ich natürlich auch nicht mit dem Sodbrennen so zu tun. Also das ist immer, man denkt, das ist ja fast wie in der Homöopathie, wenn es brennt, dann brauche ich was Brennendes. Und ja, und auch bei der Schleimbildung von diesem
Chiasamen ist ja dasselbe. Das ist ja dann auch so ein bisschen wie Gallertartig. Und das ist eben auch an sich wieder für unsere Gelenke sehr gut. Also das ist wieder mal eines für alles. Der Zimt natürlich selbstredend, der macht auch ein bisschen die Wärme, die ich brauche. Und das Olivenöl, das habe ich eben dann auch wirklich für die Blutgefäße. Und in dem Sinne, wenn ich das jetzt zusammengemischt habe und nicht so getrennt, dann habe ich eben wiederum zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn ich bekomme wirklich häufig von Abonnenten die Frage, ja, was mache ich denn? Mache ich das zuerst oder mache ich das zuerst? Aber man darf auch mal ein bisschen mutig sein und einfach einmal auszuprobieren, ja, wie schmeckt es einem, wie bekommt es einen? Und bei mir war das jetzt auch mal so eine einfache Geschichte zu denken, ja, also den Chiasamen und ich will aber auch das, jetzt probiert es einfach mal zusammen aus und das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Ja, und trinken muss ich es natürlich jetzt auch noch. Der Cheyenne-Pfeffer hat etwas Schärfe und es ist natürlich wichtig, dass beim Cheyenne-Pfeffer, man kann ja auch Capsaicin-Kapseln nehmen, aber ich brauche die Schärfe in meinen Schleimhäuten, weil ich damit schon das Signal an den Körper gebe, hier, jetzt brauchen wir etwas für die Verdauung, jetzt müssen die Verdauungssäfte angekurbelt werden. Wenn ich das mit Kapseln mache, dann landet es nämlich im Darm oder dann landet es im Magen und da habe ich natürlich die Schärfe nicht auf den Schleimhäuten. Und das ist einfach, man muss ja die Biologie des Körpers, die Physiologie des Körpers und Biochemie des Körpers verstehen und dann leuchtet es ein, dass solche Kapseln, die im Magen landen, nur die halbe Wirkung machen. Also ich bin dann wirklich für diesen Cheyenne-Pfeffer in dieser Mischung und man sagt also, bis einem halben Teelöffel am Tag ist absolut unbedenklich über Speisen, eben über sowas. Und hier hatte ich ungefähr den Viertel Teelöffel drinnen. Also wohlbekommt's. Das war's für heute. Wenn Ihnen das Rezept gefällt, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten wünsche ich einfach eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Video mit wertvollen Hinweisen für unsere Gesundheit. Herzlichst, Ihre Nadja.